Mein Name ist Bond, James Bond. Er ist wohl der berühmteste unter den Spionen. Das Spionagehandwerk wird ab nun im Haus der Geschichte im Niederösterreich-Museum besonders genau unter die Lupe genommen. Spionage, 39 Fälle, legt spannende Themen offen und präsentiert mit Hilfe von Exponaten einschlägige Fälle. Ich gebe zu, ich bin ein Fan von Spionagefilmen. Ich habe sie seit meiner Jugend immer gerne gesehen. Und ich war eigentlich erstaunt, dass es zum Thema Spionage in Österreich noch nie eine Ausstellung gegeben hat. Denn es ist ein Thema, das in Österreich eigentlich durchaus wirklich gut verankert sein könnte. Das ist eine gute Möglichkeit, Spionage irgendwie in den Griff zu bekommen, weil es so ein volles Paket ist und natürlich immer mit Menschen zu tun hat, natürlich auch mit Maschinen. Also ich glaube, das Konzept ist sehr gut und immerhin die erste Spionageausstellung in Österreich war schon längste Zeit. Weil Spionage immer ein Teil des Lebens und der Realität war, von der Antike bis zum heutigen Tag. Die meisten Fälle heute im Bereich der Spionage passieren im wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich und können auch Existenzen und Firmen ruinieren. Es sind einschlägige Fälle von Kundschaftern der römischen Antike über Oberst Redl, Mata Hari und James Bond bis zum Whistleblower Edward Snowden. Ja, also wir beginnen tatsächlich in der Antike, wir beginnen in der Römerzeit. Wir haben unser erstes Exponat aus Carnuntum und unser jüngstes Exponat ist 2019 ein kleiner RFID-Chip, ein kleiner Chip, den sich Menschen einpflanzen lassen können und wo ihnen angeboten wird, dafür brauchst du nie mehr Codewörter, Passwörter, dir merken, du brauchst keine Schlüssel mehr haben, du brauchst auch dein Haustor nicht mehr mit Schlüsseln öffnen. Alles geht automatisch, nur muss man sich das kleine Ding einbauen lassen. Und wir stellen anhand dieses Objekts die Frage, gut, das ist der angebliche Komfort, aber was sind die Kosten, was ist der Nachteil, was ist die Bedrohung, die dahinter steckt, wenn wir alle mehr oder weniger mit Geräten unterwegs sind, am eigenen oder im eigenen Körper, mit denen wir permanent beobachtet, kontrolliert werden können. So etwa zeigt Fall 17 die Chiffriermaschine Enigma, die zum Sieg der Alliierten beitrug. Für Junge und Junggebliebene bietet die Spionageakademie interaktive Experimente zum Thema. Dort kann man üben, wie man zum Beispiel Codes dechiffriert, Nachrichten entschlüsselt oder Abhörwanzen erkennt. Das Spionieren dauert so rund eine Stunde und ist von Dienstag bis Sonntag sowie freitags von 9 bis 17 Uhr möglich.